Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, heute gibt es mal wieder einen Haul, da ich heute shoppen war. Also wenn ihr das Video seht, ist die Shopping-Tour wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger her. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gefunden habe und würde einfach mal mit dem Outfit anfangen, wo ich gekauft habe. Und zwar fangen wir an mit dem Oberteil. Das sieht so aus. Das ist einfach ein T-Shirt mit Schrift. Und so ansonsten ist es einfarbig. Und ja, dann würde ich sagen, für den Winter oder für einfach für kältere Tage habe ich mir dazu gekauft eine Weste. Und zwar sieht die so aus, einfach Strick mit Herzmuster an den Ärmeln. Einfach was, wenn es kälter ist. Dazu passend habe ich mir gekauft eine Hose. Einfach mit einem breiteren Gürtel und so eine Knopfschnalle, wo man einfach den Ding so reinstecken muss. Einfarbig einfach, fand ich einfach cool, einfach mal eine andere Farbe, ein bisschen andere Kombination. In dem Vlog, wo ich heute hochgeladen habe, wo ich, also wenn ihr das Video seht, ist es auf jeden Fall schon länger her, also brauche ich eigentlich nicht sagen heute, da gab es einen kurzen Videoausschnitt, wo ich das mal komplett anhatte. Aber ich werde mit dem Outfit auch nochmal ein Video drehen. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Teil von dem Outfit. Und zwar sind das passend dazu Schuhe, die ich mir noch dazu gekauft habe. Und dann habe ich noch ein T-Shirt gekauft, einfach in Schwarz mit einem Goldakzent drauf. Und ja. Und zu guter Letzt, passend zum Outfit, habe ich mir noch die Zopfgummis gekauft. Und ja, das war es jetzt aber wirklich vor dem Outfit mit, wo ich euch gezeigt habe, mit den Schuhen und alles drum und dran. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Eigentlich wollte ich es nicht schneiden, muss ich jetzt aber. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!